Ich weiß, ich sollte davonlaufen, schreien, irgendetwas tun. Doch stattdessen stehe ich nur reglos da. Meine Gummischlappen kleben am Boden, als hätten sie Wurzeln geschlagen. Und ich starre Drina an und frage mich nicht nur, wie ich hier gelandet bin, sondern was in aller Welt sie vorhaben könnte. Ist Liebe nicht ätzend? Sie lächelt mit schiefgelegtem Kopf, während sie mich betrachtet. Da triffst du den Mann deiner Träume und findest heraus, dass er zu toll ist, um wahr zu sein. Einfach so. Jedenfalls zu toll für dich. Und ehe du dich versiehst, bist du todunglücklich und allein. Und, naja, wir wollen's nicht beschönigen, die meiste Zeit betrunken. Allerdings muss ich sagen, dass es mir großen Spaß gemacht hat, zuzusehen, wie du einer Teenagersucht verfällst. So vorhersehbar, so wie aus dem Lehrbuch. Weißt du, was ich meine? Die Lügen, die Heimlichtuerei, das Klauen, deine ganze Energie nur darauf gerichtet, dir deinen Stoff zu besorgen. Was mir meine Aufgabe nur noch leichter gemacht hat. Denn jeder Schluck, den du getrunken hast, hat nur deine Abwehr geschwächt. Der Alkohol hat all die Stimuli gedämpft. Ja, aber er hat auch deinen Verstand verwundbar gemacht. Weit offen und für mich leichter zu manipulieren. Sie packt meinen Arm. Ihre scharfen Nägel bohren sich in mein Handgelenk, als sie mich zu sich heranzieht. Und obwohl ich versuche, mich loszureißen, ist es sinnlos. Sie ist abartig stark. Ihr Sterblichen. Abfällig schürt sie die Lippen. Es macht solchen Spaß, euch zu ärgern. Ihr seid so einfache Ziele. Du glaubst, ich hätte dieses ganze aufwendige Täuschungsmanöver inszeniert, nur um das Ganze so schnell zu Ende zu bringen? Da gibt es doch bestimmt einfache Methoden. Verdammt, wenn ich gewollt hätte, hätte ich dich in deinem Zimmer erledigen können, als ich alles vorbereitet habe. Es wäre so viel schneller gegangen, hätte weniger Zeit gekostet, aber es hätte eindeutig nicht so viel Spaß gemacht. Uns beiden, meinst du nicht auch? Mit offenem Mund starre ich sie an. Ihr makelloses Gesicht, das perfekt frisierte Haar, das vollendet geschnittene schwarze Seidenkleid, das an all den richtigen Stellen anliegt und fließend fällt, wie das alles ihre atemberaubende Schönheit betont. Als sie mit der Hand durch ihr glänzendes, kupferrotes Haar fährt, sehe ich ihr Ouroboros-Tattoo. Doch kaum blinzle ich, ist es schon wieder verschwunden. Also, schauen wir mal. Du hast gedacht, Damon würde dich hierher führen? Würde dich gegen deinen Willen hierher rufen? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, Eva. Aber das war ich. Die ganze Riesenfarce, alles mein Werk. Ich liebe den 21. Dezember. Du etwa nicht? Die Wintersonnenwende, all diese lächerlichen Goth-Fuzzis, die es in irgendeinem dämlichen Canyon krachen lassen. Sie zuckt die Achseln, ihre eleganten Schultern heben und senken sich. Das Tattoo an ihrem Handgelenk taucht auf und verschwindet wieder. Entschuldige meine Neigung zum Dramatischen. Allerdings bleibt das Leben dadurch ja interessant, findest du nicht? Wieder versuche ich, mich loszumachen, doch sie fasst noch viel fester zu. Ihre Nägel graben sich tief ein und lösen einen schrecklichen, scharfen Schmerz aus, als sie sich glatt durch meine Haut bohren. Jetzt sagen wir einfach mal, ich lasse dich laufen. Was würdest du dann tun? Weglaufen? Ich bin schneller. Nach deiner Freundin suchen? Ups, meine Schuld. Heaven ist gar nicht hier. Anscheinend habe ich sie auf die falsche Party geschickt, im falschen Canyon. Gerade jetzt läuft sie dort herum, schiebt und drängt sich durch hunderte von lächerlichen Möchtegern-Vampiren und sucht nach mir. Sie lacht. Ich dachte, wir halten lieber ein kleineres, intimeres Beisammensein ab. Und es sieht so aus, als wäre unser Ehrengast eingetroffen. »Was willst du?« frage ich und beiße die Zähne zusammen, als sie noch fester zupackt. Die Knochen meines Handgelenks geben nach und knirschen unter unerträglichen Schmerzen gegeneinander. »Hetz mich nicht!« Ihre verblüffend grünen Augen werden schmal. »Alles zu seiner Zeit. Also, wo war ich, ehe du mich so unhöflich unterbrochen hast? Ach ja, wir haben darüber gesprochen, wie du hier oben gelandet bist und dass das alles überhaupt nicht so läuft, wie du erwartet hast.
aber schließlich ist in deinem Leben ja nicht so, wie du es erwartest, nicht wahr? Und um die Wahrheit zu sagen, so war es immer schon. Und es wird wohl auch so bleiben. Verstehst du? Damon und ich kennen uns schon sehr lange. Ich meine, sehr, sehr, sehr lange. Nun, du verstehst schon. Und trotzdem, trotz all dieser gemeinsamen Jahre, trotz unserer Langlebigkeit, tauchst du immer wieder auf und kommst mir in die Quere. Ich schaue zu Boden und frage mich, wie ich so blöd sein konnte. So naiv. Bei all dem ging es gar nicht um Heaven. Es ging nur um mich. Ach, jetzt sei doch nicht so streng mit dir. Es ist nicht das erste Mal, dass du diesen Fehler machst. Für dein Abtreten habe ich schon oft gesorgt. Mal sehen, wie viele Leben waren's doch gleich. Sie zog mit den Schultern. Na ja, ich habe wohl aufgehört zu zählen. Plötzlich fällt mir wieder ein, was Damon gesagt hat. Damals auf dem Parkplatz, dass er mich nicht wieder verlieren könne. Doch als ich sie anschaue und sehe, wie ihr Gesicht hart wird und sich verändert, verdränge ich solche Gedanken aus meinem Kopf. Mir ist klar, dass sie lesen kann. Sie geht um mich herum und schwingt dabei meinen Arm, so dass ich mich im Kreis drehe, ehe sie mit der Zunge schnalzt. Schauen wir doch mal, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, und das tut es nie, haben wir die letzten paar Mal ein Spiel gespielt. Süßes oder Saures? Und ich denke, es ist nur fair, dir gleich zu sagen, dass das für dich nicht so besonders gut gelaufen ist. Trotzdem, anscheinend bekommst du es nie über, also habe ich gedacht, vielleicht möchtest du es nochmal damit versuchen. Stumm starre ich sie an, mir schwindlig vom Drehen, von dem Restalkohol, der noch in meinen Adern fließt, von ihrer kaum verhohlenen Drohung. Schon mal gesehen, wie eine Katze eine Maus erlegt? Sie lächelt und ihre Augen glühen, während ihre Zunge sich über ihre Lippen schlängelt. Wie sie endlos lange mit ihrer armen, jämmerlichen Beute spielt, bis es ihr schließlich zu langweilig wird und sie das Ganze zu Ende bringt. Ich schließe die Augen, ich will nichts mehr hören. Wenn sie so scharf darauf ist, mich umzubringen, denke ich bei mir, warum macht sie da nicht voran und tut es endlich? Na ja, das wäre dann das Süße, zumindest für mich. Sie lacht. Und das Saure? Bist du denn gar nicht neugierig auf das Saure? Als ich nicht antworte, seufzt sie. Also, du bist ganz schön langweilig, wie? Aber ich sag's dir trotzdem. Verstehst du, das Saure ist... Ich tue so, als würde ich dich laufen lassen. Und dann stehe ich ganz ruhig da und sehe zu, wie du im Kreis rennst und versuchst, mir zu entkommen. Bis du dich schließlich völlig verausgabt hast und ich mich an das Süße mache. Also, was darf's denn sein? Ein langsamer Tod? Oder ein qualvoller, langsamer Tod? Komm schon, beeil dich. Die Uhr läuft. Warum willst du mich umbringen? Ich sehe sie an. Wieso kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Damon und ich sind doch gar nicht mehr zusammen. Ich habe ihn seit Wochen nicht mehr gesehen. Aber sie lacht nur. Nimm's nicht persönlich, Eva. Nur Damon und ich kommen anscheinend immer so viel besser miteinander aus, wenn du eliminiert worden bist. Und obgleich ich gedacht hatte, ich würde einen schnellen Tod wollen, habe ich's mir jetzt anders überlegt. Ich weigere mich, kampflos aufzugeben. Selbst wenn es ein Kampf ist, den zu verlieren mir vorherbestimmt ist. Kopfschüttelnd betrachtet sie mich, und Enttäuschung macht sich auf ihrem Gesicht breit. Also los, du hast dich für Saures entschieden, stimmt's? Wieder schüttelt sie den Kopf. Na dann, ab mit dir. Sie lässt meinen Arm los, und ich fliehe durch den Canyon. Mir ist klar, dass es wahrscheinlich nichts gibt, was mich retten kann. Dennoch muss ich es versuchen. Blindlings stürze ich durch den Canyon, in der Hoffnung, den Pfad zu finden, wieder dorthin zu gelangen, wo ich losgegangen bin. Meine Lunge droht zu explodieren, während meine Flipflops sich in ihre Bestandteile auflösen. Trotzdem renne ich weiter. Renne weiter, während die scharfkantigen, kalten Steine mir die Fußsohlen aufreißen. Renne weiter, während ein heißer, sengender Schmerz ein Loch durch meine Rippen brennt. Renne an Bäumen vorbei, deren spitze, nackte Äste sich in meinem Mantel krallen und ihn mir glatt vom Leibe reißen. Renne um mein Leben, auch wenn ich mir nicht sicher bin,
ob es lebenswert ist. Und dabei erinnere ich mich an ein anderes Mal, als ich so gerannt bin. Doch genau wie in meinem Traum habe ich auch jetzt keine Ahnung, wie das hier endet. Gerade habe ich den Rand der Lichtung erreicht, von der man wieder auf den Pfad kommt, als Drina aus dem Nebel tritt und direkt vor mir steht. Obwohl ich ihr ausweiche und versuche, an ihr vorbeizukommen, hebt sie träge das Bein und lässt mich mit dem Gesicht voran zu Boden gehen. Blinzend liege ich am Boden, in einer Lache meines eigenen Blutes, und höre ihr abfälliges Gelächter. Als ich vorsichtig mein Gesicht betaste, kippt meine Nase zur Seite, und ich weiß, dass sie gebrochen ist. Mühsam komme ich auf die Beine, spucke Steine aus und krümme mich entsetzt, als dabei auch ein Strom aus Blut und Zähnen herauskommt, und sehe, wie Drina den Kopf schüttelt. »Oh Mann, du siehst grauenvoll aus, Eva.« Angewidert verzieht sie das Gesicht. »Echt grauenvoll. Da fragt man sich doch, was Damon jemals an dir gefunden hat.«